Ich war den Donnerstag einen Kauf erledigen und es ist doch mehr geworden, als ich wollte und als ich dachte. Aber ich war in Penny diese Woche wieder, also heute. Ich war beim Lidl und ich war Lidl und zeigt dran. Also Penny, Lidl und DM war ich gewesen. Genau, wir fangen mit Lidl an. Da habe ich eine Zucchini mitgenommen, eine kleine Aubergine. Ja, alles war schon aufgebraucht vom Mittagessen am Dienstag, glaube ich. Da hatten wir den Paprika-Eintopf und da habe ich alles Mögliche an Gemüse reingeschmissen. Deswegen musste ich nachkaufen. Dann einen China-Kohl, einen großen, zwei kleine goldene Kiwis. Die finde ich voll lecker. So, dann habe ich einen Paprikamix mitgebracht. Der war im Angebot für 99 Cent beim Lidl. Dann ein paar weiße Kulturchampignons. Die waren auch im Angebot für 1,39, glaube ich. Dann ein Päckchen Himbeeren war auch im Angebot für 99 Cent. Und einen kleinen Sack Kartoffeln. Das sind sogar Bio-Kartoffeln, habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte nur so, oh, ein kleiner Sack Kartoffeln, den brauche ich. 1,5 Kilo sind das. So, dann habe ich mitgenommen Haferflocken. Dann habe ich ein Päckchen Pfefferminztee mitgenommen, aber den habe ich umsonst bekommen durch die Lidl-App. Dann habe ich auch umsonst bekommen durch die Lidl-App Studentenfutter. Ich dachte, hey, wenn ich das diesmal umsonst kriege, nehme ich das nochmal mit. So, und dann lustigerweise, am Montag gab es eigentlich Teekannen. Ich glaube, das hatte ich sogar erzählt. Und die gab es einfach nicht. Es gab nicht eine einzige Teekanne. Ich bin da hoch, runter. Nirgendwo gab es diese Teekanne. Und heute stand ich da und denke, okay, da hatten die davon auch ganz viele. Ich glaube, die haben einfach vergessen, die rauszupacken. Deswegen habe ich mir eine Teekanne von Bodum gekauft. Genau. Es gab auch eckige, nee, so, na, eckig jetzt nicht, aber so normal rund, würde ich sagen. Und ich fand aber die hier einfach schöner. So, denn gab es da in der Apotheke der große Bauer im Angebot. Müsste ich jetzt nachgucken, ich blende euch das unten ein. Und zwar habe ich mir da mit weniger Kalorien, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, von denen habe ich nämlich noch nie gesehen, zweimal Pfirsich-Maracuja-Joghurt mitgenommen. Genau. Ich liebe Pfirsich-Maracuja-Joghurt. Es kommt kein anderer Joghurt an Pfirsich-Maracuja-Joghurt ran. So, dann habe ich Speisequark viermal mitgenommen. Habe ich noch Gewürze neu mitgenommen. Einmal weißen Pfeffer gemahlen, dann einmal Paprikapulver und einmal Oregano. So, dann bin ich da in dieser einen Abteilung rumgelaufen, wo auch so dieses ganze Weihnachtszeug jetzt steht mit Essen. Und da habe ich ein Pesto entdeckt und ich fand, das klang irgendwie lecker. Und zwar Olivenpesto. Kann ich mir echt gut vorstellen. Auf Nudeln. Das schmeckt bestimmt richtig lecker. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht mal an so einem Wochenende, wo mein Mann spätig Schicht hat, da esse ich das dann. So, und dann gab es da auch noch Schokolade. Irgendwie momentan im Schokoladenkauf, ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls gab es da auch leckere Sorten. Die ist allerdings von der Lidl-Eigenmarke, glaube ich. Und zwar gab es da Spekulatius Mandel. Oh, irgendwie zitter ich. ist heute Karamell Crisp. Und es gab Bratapfel Zimt Crumble. Genau. Also, okay. So, dann habe ich ein Päckchen Hackfleisch mitgebracht. Und dann gab es noch im Angebot Bistro-Baguettes wieder. Da habe ich zweimal Salami mitgenommen und einmal à la Provence habe ich mitgenommen. Also irgendwie zitter ich ganz doll. Ich weiß auch nicht warum.
So, dann habe ich ein paar Salzbrezeln von der Eigenmarke mitgebracht. Und ein paar Chips habe ich mitgebracht. Und dann gab es da noch Chips im Angebot. Dann nehme ich hier ein Haar. Von Chio für 1,11 Euro das Päckchen. Da habe ich einmal die Sorte Red Paprika Chips mitgebracht. Und Chili Cheese Style. Genau. Das war alles vom Lidl. Ich räume fix weg, dann machen wir mit Penny weiter. So, Penny. Bin ich aus einem speziellen Grund eigentlich sogar hingegangen, weil die hatten da so Heizkissen in Angebot. Und ich, olle Oma, hatte auch ein Heizkissen. Also ich habe eine Heizdecke letztens erst gekauft, aber die ist so groß und so unhandlich. Und man soll die nicht knicken. Und dann dachte ich so, hey, das ist gerade im Angebot für 16,99 €. Und dann habe ich das einfach mitgenommen. Also ein kleines, schönes Sitzkissen. Da kann man sich draufsetzen. Und da wird einem von unten rum warm. Das ist super. Das ist auch extra so ein Flausche-Buttonbeine. Ist voll kuschelig. Okay. Ich stehe auf kuschelige Sachen. So, und dann habe ich gesehen, die hatten da diese Swiffer-Tücher im Angebot. Die habe ich auch mitgebracht. Ich glaube, die kosten oder haben gekostet 3,99 €. Ich schreibe euch die Preise unten rein, wenn ich es nicht so genau weiß, wenn was im Angebot war. Genau. So, dann, weil ich nicht wusste, ob ich den irgendwo anders sonst noch kriege, weil letztens war beim Lidl der ausverkauft, beim Rewe der Billige war auch komplett ausverkauft. Deswegen habe ich da schon mal vorsorglich welchen vorhin mitgenommen, und zwar Pfefferminztee, und zwar 4-mal. Die günstige Variante. So, dann habe ich dort mitgenommen einmal veganen Fleischsalat. Ich dachte, wenn ich den Eiersalat schon ausprobiere, kann ich den Fleischsalat auch gleich mal ausprobieren. Sie hatten noch Coleslaw, aber das ist nicht so meins. Und zweimal veganen Eiersalat habe ich auch noch mitgenommen. So. Delle Benne reicht gefunden. Dachte so, aha, okay. Einen schönen großen laktosefreien Joghurt. Da ich ja Laktose manchmal nicht so gut vertrage, dann wieder doch. Und ich habe keine Ahnung. Ich bin ein komisches Menschenmädchen. Okay. So, dann habe ich Buenos mitgebracht. Die waren auch irgendwie, glaube ich, im Angebot, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Muss ich gucken. So. Dann sind diese furchtbar leckeren Rosinenbrötchen nochmal mitgekommen. 2-mal sogar. Dann habe ich einmal den Käse für den Jungen mitgebracht. Dann habe ich ein paar Kaminwurzler mitgebracht. So, und weil sich gewünscht wurde, wenn du schon mal beim Penny bist, Brücken, dann bring doch noch mal die Snacks mit hier. Habe ich dann natürlich auch gemacht. Weil ich dachte, naja, vielleicht will der Mann ja auch, aber vielleicht mag der das mit dem Brot nicht so. Na, Mensch, habe ich noch normale Salami mitgebracht. Genau. So, und dann gab es da noch, fand ich super, ich hätte gerne noch mehr Fragen gehabt, aber da gab es Lebensmittelfarbe für 99 Cent das Stück, flüssige Lebensmittelfarbe, die lässt sich dann ja doch noch mal ein bisschen besser verteilen, und zwar in Grün, Rot und Gelb. Genau, also finde ich cool, jetzt so für Weihnachten, für den Zuckerguss, kann man machen. So, räumen noch mal schnell weg und dann machen wir DM. Na gut, viel für den Kühlschrank war es jetzt nicht, den Rest räume ich später weg. So, DM. Auch ein relativ großer Sack mitbekommen. So, da habe ich einmal gekauft neue Zahnbürstenaufsätze für meine Zahnbürste. Ich hatte ja geguckt, ob man das vielleicht irgendwie, dass ich nicht das Original kaufen muss, aber ich war mir so unsicher, was dann auf meine Zahnbürste passt, und dann kaufe ich das nachher und dann passt es nicht und dann kann ich es nicht zurückgeben.
Deswegen habe ich die Originalen gekauft. So, dann habe ich ein, da fällt schon raus, ein neues Stabfeuerzeug gekauft. Weil bei meinen, das ist irgendwie kaputt. Dieses Ding hier ist irgendwie kaputt. Ich kann es nicht mehr entsperren. Dann habe ich einmal einen Spülmaschinenreiniger mitgenommen. Ich kaufe normalerweise immer das von Denk mit, aber ich habe keinen Besteckkasten mehr, sondern oben so ein Einschub für Besteck. Und man kann es so schlecht dann einklemmen bei mir in die Spülmaschine. Deswegen habe ich jetzt das teure mitgenommen, weil man das halt zwischen die Dinger da packen kann. Genau. So, dann habe ich auch noch Spülmaschinentabs mitgenommen. Dann ein paar neue Oropacks. Dann habe ich gekauft. Ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll. Ein Mini-Duftspray fürs Klo. Halt, das macht immer pscht. Und zwar einmal hier Mary Berry Wine und einmal Winter Apple. Genau. Dann habe ich noch Wäschedesinfektion mitgenommen. Dann habe ich Spülmittel-Nachfüllpack mitgenommen. Wir hatten letztens so tolle Duftsorten. Jetzt hatten sie nur noch das hier. Ein bisschen schade, aber naja, gut. Dann habe ich Wattepads mitgenommen. Zum Abschminken, für Nagellack und so. Und apropos Nagellack. Ich habe noch zweimal das Express-Spray von Essence mitgenommen. Ich finde das super, ne? Also, ich finde wirklich, dass es davon schneller trocknet. So, und noch ein Päckchen Kaugummis. Das war's. Fertig, oder? Ja, nichts mehr drin. Jetzt muss ich den ganzen Krempel noch wegräumen. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich habe gesehen, das haben noch ganz viele Leute gar nicht abonniert. Da würde ich mich auch super drüber freuen, wenn du einfach abonnieren drücken würdest. Das ist alles kostenlos. Kannst dich auch kostenlos anmelden und dann abonnieren drücken. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja, und dann sehen wir uns vermutlich am Sonntag wieder zu einem neuen Vlog. Bis dann. Tschüss.